weiterer Drink aus der kubanischen Cocktailschmiede ist der Old Cuban. Eine tolle Ableitung vom Daiquiri, etwas verfeinert und spritzig gemacht mit Champagner. Hierfür nehme ich jetzt Minzblätter und wie in Kuba üblich einmal draufklatschen. Dadurch kommen die Aromastoffe schön raus. Dann gebe ich Eis in den Shaker. Vier bis 5 cl Bacardi Ochos Años, 8 Jahre alt. 1 bis 2 Tisch Angostura Bitters. Etwas Zuckersirup, 2 cl. Und 3 cl frischen Limettensaft. Das Ganze kräftig schütteln. Und das wird jetzt in dem Glas, das dafür vorgesehen ist, das ist eine Kuplette oder eine Champagner-Schale, die habe ich jetzt vorgekühlt, abgeseiht und zwar doppelt gestrained, also einmal durch das Barsieb und dann nochmal durch das Feinsieb, damit die Minzstückchen zurückbleiben. Früher wurden diese Gläser sehr oft genommen zum Cocktailmixen, gerade für Champagnerdrinks. Aber durch die große Oberfläche geht die Kohlensäure schnell verloren. Dennoch, dieser alte Drink, der gehört da rein und ist aus der Cocktailschmiede, aus der Daiquiri Cocktailwerkstatt in Kuba, El Floridita. Da ist er entstanden. Als Garnitur nehme ich jetzt noch ein bisschen Minze, einen schönen Minzzweig obendrauf. Und das ist der Old Cuban aus Kuba.